Willkommen zu Magix Fotos auf CD und DVD, dem idealen Programm, um schnell und einfach Ihre Fotos auf CD oder DVD zu brennen. Das Video erläutert Ihnen die Programmoberfläche Ihrer neuen Fotosoftware und gibt erste Tipps, damit Ihnen das Programm genauso viel Spaß macht wie uns. Im Media Pool laden Sie Ihre Fotos oder auch andere Mediendateien, wie zum Beispiel Musik. Klicken Sie einfach auf eine Datei und ziehen Sie sie mit gehaltener linker Maustaste nach unten auf das Storyboard. Sie können auch ganze Ordner laden. Im Storyboard werden Ihre Fotos der Reihe nach dargestellt. Hier können Sie die Photoshop bearbeiten. Die Anzeigedauer stellen Sie über die Zeitanzeige in der Fotobox ein. Hochformatige Bilder können per Mausklick um 90 Grad gedreht werden. Für exakte Bearbeitungen schalten Sie um in die Zeitleistenansicht oder den Timeline-Mode. Hier liegen die Dateien als sogenannte Objekte auf vier Spuren. Jedes Objekt lässt sich an den Anfasserpunkten verkürzen oder ausblenden. Alle Fotos können übersichtlich und schnell bearbeitet werden. Sie können zum Beispiel die Bildqualität optimieren, Ihre Fotos nach Belieben mit Texteffekten versehen oder eine geeignete Blende in Ihrer Fotoshow auswählen.